In der Demokratischen Republik Kongo breitet sich das gefährliche Ebola-Virus weiter aus. Inzwischen sind 17 Fälle offiziell bestätigt. Bei 26 Personen besteht der Verdacht auf eine Infektion. Unterdessen wird Impfstoff in das zentralafrikanische Land geliefert, um Ebola einzudämmen. Dennoch schätzt die Weltgesundheitsorganisation das Risiko einer Verbreitung derzeit noch als hoch ein. Der Sarg wird desinfiziert. Freiwillige des kongolesischen Roten Kreuzes bestatten in Mbandaka einen Verstorbenen, der möglicherweise ein Opfer von Ebola wurde. Die Toten sind besonders ansteckend. Es ist sehr wichtig, eine sichere Beerdigung zu haben, weil dann die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch reduziert wird. Es ist aber auch wichtig, würdevoll zu bestatten, damit wir die Bevölkerung einbinden und die Angehörigen trauern können. Um eine ähnlich verheerende Ebola-Epidemie wie vor 4 Jahren in Westafrika zu vermeiden, soll im Kongo ein Impfstoff eingesetzt werden, der noch nicht offiziell zugelassen ist. Die ersten 4000 Einheiten sind bereits in der Hauptstadt Kinshasa eingetroffen. Weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Zunächst wird das gesamte medizinische Personal geimpft, aber auch diejenigen, die mit den bestätigten Fällen in Kontakt waren. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Warnstufe für den Ebola-Ausbruch auf sehr hoch angehoben. Ein globaler Notstand sei es bislang aber nicht. Bei der Epidemie in Westafrika 2014 hatte die späte Reaktion der WHO zu heftiger Kritik geführt. Geimpft werden soll zunächst in Bikoro. Die abgelegene Region wird per Luftbrücke versorgt. Hier traten bislang die meisten Ebola-Fälle auf. Bessere Ausrüstung und schnelleres Handeln sollen verhindern, dass sich die tödliche Krankheit diesmal weiter ausbreitet.